Arena live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, und wir haben jetzt einen der interessantesten Landespolitiker in diesem Jahr zugeschaltet. Es ist Mario Kunasek. Die meisten kennen ihn noch als unseren seinerzeitigen Verteidigungsminister. Als die FPÖ noch in der Regierung war, hat er einiges an Bundesheerreformen eingeleitet, aber dann nicht ganz durchführen können, weil die Zeit zu knapp war. Und jetzt ist er in the eye of the storm, könnte man sagen, nämlich der Anführer der Blauen Bande in der Schlacht um die Steiermark. Mario Kunasek, FPÖ-Landesparteiobmann in der Steiermark in einem atemberaubenden Wahlkampf, der im September, ich glaube, der genaue Termin steht noch nicht fest, oder Herr Kunasek? Das Lothar Fellner, im November wird gewählt. Im November erst. Im November in der Steiermark gewählt wird. Und die Sensation, wir haben vor ein paar Tagen die erste Umfrage aus der Steiermark gehabt, Sensation, Mario Kunasek ist an erster Stelle und hat damit alle Chancen, neuer steirischer Landeshauptmann zu werden. Guten Abend, Herr Kunasek. Grüß Gott, Herr Fellner, freut mich sehr. Ich grüße in die Steiermark, ich grüße nach Graz und ich grüße den derzeit umstrittensten Landespolitiker in Österreich. Denn Mario Kunasek steht ja nicht nur in einer Schlammschlacht mit ÖVP und SPÖ, das wird, sagen manche, der brutalste Wahlkampf, den Österreich seit langem gesehen hat, sondern er steht auch in einer Medienschlammschlacht. Der wird also da befetzt von oben bis unten wegen Korruption, wegen FPÖ, wegen Rechtsaußen etc. Also das wird eine spannende Nummer werden, ob er in dieser Gemengelage, unter diesem Beschuss es wirklich schafft, Nummer eins zu werden. Alle haben gesagt, das ist unmöglich. Der schafft es nie mit den Korruptionsvorwürfen und so weiter, auf die wir gleich zu sprechen kommen. Aber erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Erste große Umfrage zur Steiermarkwahl und siehe da, Mario Kunasek ist klare Nummer eins vor der Nummer zwei der SPÖ und vor dem Drittplatzierten der ÖVP, dem Landeshauptmann Drexler, der den brutalsten Absturz erwartet, den man bisher für einen Politiker in Österreich gesehen hat, der wird praktisch halbiert von seinem letzten Wahlergebnis, nämlich das war damals Kurz nach Ibiza im Höhenflug von Sebastian Kurz. Also, schönen Abend, Herr Kunasek. Sagen Sie uns einmal, rechnen Sie wirklich damit, dass Sie in der Steiermark Landeshauptmann werden können? Ja, ich glaube, das kann man mittlerweile schon sagen, dass wir gute Chancen haben zumindest. Also wir liegen in den Umfragen jetzt auf Platz 1, aber ich bin da immer sehr vorsichtig, Herr Fellner. Sie kennen mich schon auch. Ich bin keiner, der da irgendwie schon voreilig feiert oder die Sektknorken irgendwie knallen lässt. Nein, ganz im Gegenteil. Das ist einmal eine Momentaufnahme. Das ist schon auch die Stimmung, die wir dort und da in der Steiermark auch spüren und merken. Und ja, Sie haben ja das Jahr 19 angesprochen. Wir haben ja das Vergnügen gehabt, nach Ibiza, nach diesen ganzen auch Dingen wählen zu dürfen, haben dort eine durchaus schmerzliche Niederlage auch erfahren, aber sind wieder auf einem guten Weg und so wie es ausschaut, auch in einem Dreikampf um den Landeshauptmann, um den ersten Platz und wir werden ganz normal konzentriert weiter tun und weil Sie auch die Vorwürfe angesprochen haben, man darf ja nicht vergessen, dass seit 2 Jahren jetzt mittlerweile diese Causa in Graz, um die es da geht, immer wieder medial Thema ist in der Steiermark vor allen Dingen und anscheinend das keinen Niederschlag mehr findet. Die Menschen wollen Veränderung, sie wollen auch keine Schlammschlacht haben, sie wollen einfach die besseren Ideen in der Politik und genau für das stehen wir und für das stehe auch ich. Ja, auf die Korruptionsvorwürfe kommen wir noch zu sprechen. Vorerst einmal zur Wahl an sich. Sie sind jetzt da zu einer richtigen Offensive angetreten und Sie wollen dem steirischen Landeshauptmann Christopher Drexler ja mehr oder weniger die schwarze Unterhose ausziehen. Das wäre ja unglaublich, wenn Sie den halbieren würden und auf 20% zurückdonnern würden und wenn Sie mit fast 30%, so wie es jetzt ausschaut, bei dieser Wahl Erster werden können. Können Sie uns das in Wien erklären? Warum hat der Herr Drexler plötzlich solche Probleme? Warum haben Sie den so im Schwitzkasten? Und warum fahren Sie so stark Richtung Platz 1?
Na, vielleicht darf ich eine kurze Reise in die Geschichte machen. Wir haben 2015 ja schon einmal ein Ergebnis gehabt, nämlich da war die SPÖ in der Steiermark Erster unter Franz Wobes mit 29%, die ÖVP mit Hermann Schützenhöfer bei 28% und die Freiheitliche Partei, wo ich damals angetreten bin, mit 27%. Das heißt, amerikanisch gesehen ist die Steiermark mittlerweile ein Swing State geworden, wo eben solche Dinge auch möglich sind. Und dass die ÖVP große Probleme hat auf Bundesebene, die ÖVP auch große Probleme hat in der Steiermark, offensichtlich, das liegt auf der Hand und ich habe schon gesagt, die Menschen wollen Veränderungen haben, sie wollen einen Landeshauptmann haben, der auf Augenhöhe auch mit den Steirerinnen und Steirern kommuniziert, der die Probleme ernst nimmt. Ja, und da sehen Sie im Moment eben auch in der Freiheitlichen Partei und wahrscheinlich auch in meiner Person eine gute Wahl. Und es gilt jetzt, diese PS auf die Straße zu bringen. Aber noch einmal, es ist da noch keine Wahl gewonnen, wir sind in einem Dreikampf, FPÖ, SPÖ und ÖVP in etwa gleich auf. Und da werden wir jetzt die nächsten Wochen und Monate entscheiden. Und ja, wir sind ein bodenständiges Angebot, auch an die Steirerinnen und Steirer. Das wissen Sie. Sie kennen den Mario Kunasek, die Steirer. Sie kennen den Herrn Drechsel noch nicht und auch den Herrn Lang in Wahrheit nicht, weil die beide noch nicht angetreten sind bei einer Wahl. Das heißt, es ist eine ganz andere Voraussetzung wie 15 oder 19 bei den letzten Landtagswahlen. Aber eine sehr gute Voraussetzung, glaube ich, für uns auch ein sehr gutes Ergebnis zu haben, auch mit dem Rückenwind aus der Bundesebene mit Herbert Kickl und der Mannschaft dort. Jetzt erklären Sie mir mal aus Ihrer blauen Sicht der Dinge, mit der blauen Brille, die Sie aufhaben, warum wird der Landeshauptmann Drechsler derartig abgewatscht? Na, ich glaube, das hat mehrere Gründe. Der Landeshauptmann ist kein besonders volksnaher Mensch. Er ist zwar einer, der in der Politik schon lange vorhanden ist, er war Klubobmann, Landesrat lange Zeit, er war die rechte Hand des Landeshauptmanns, also Dienst Schützenhöfer. Aber ein Landeshauptmann muss halt auch den Zugang zu Menschen finden. Ja, und ich glaube, dass wir das ganz gut können. Wir sind halt auch eine Partei, die das Ohr bei Menschen hat, aber die vor allen Dingen auf Augenhöhe agiert. Und ja, Christopher Drechsler war auch lange Zeit Landesrat für Gesundheit. Und gerade in diesem Bereich, im Bereich der Spitäler, im Bereich der Gesundheitsversorgung, haben wir in der Steiermark riesengroße Probleme. Und da wird er auch verantwortlich gemacht dafür, also weniger die amtierenden Landesräte oder der amtierende Landesrat, auch nicht Bogner Strauß, die davor Landesrätin war und jetzt im Nationalrat sitzt, abgelöst wurde durch einen neuen. Nein, es ist Christopher Drechsler, der hier auch in der Verantwortung ist und das sagen auch viele Steirer. Das heißt, er hat ja schon ein großes politisches Pinkerl, auch ein mitzutragen, ein Backerl, das er nicht abwerfen kann. Und für uns ist klar in der Steiermark, neben unseren großen Themen der Teuerung, der Migration, des Islamismus, die Steiermark ist auch in diesem Bereich ein Hotspot, ist es der Bereich der Gesundheitsversorgung, wo die Steirerinnen und Steirer über viele Jahre Kahlschlag erlebt haben, wo Spitalsabteilungsschließungen stattgefunden haben, Spitäler zugesperrt wurden, wo man jetzt in der Obersteiermark zum Beispiel auch drei bestehende Krankenhäuser schließen möchte, um ein neues zu bauen. Man hat eh kein Geld in der Landesregierung, aber da hat man einige 100 Millionen €. Also das sind alles Dinge, wo wir freiheitliche andere Positionen vertreten und das wird anscheinend auch von den Steirerinnen und Steirern honoriert und deshalb sind wir guter Dinge, eine gute Wahl zu schlagen. Ist eine ganz neue Entwicklung, dass sich die FPÖ jetzt auch als Gesundheitspartei positioniert. Ich kenne sie ja eher anders als Immigrations- und Sicherheitspartei. Und Sie waren ja seinerzeit auch als Verteidigungsminister eher für den Sicherheitsaspekt zuständig. Mit welchen Themen wollen Sie denn jetzt tatsächlich Erster werden im November? Ja, das sind die klassischen freiheitlichen Themen. Herr Fellner, Sie kennen sie, wir alle kennen sie, sind die Themen der Zuwanderung. Wir haben jetzt erstmalig in Graz als Beispiel im Bezirk Gries einen Anteil an Ausländern, also nicht Österreichern, über 50%. Da ist der Grazer, da ist der Steirer bereits in der Minderheit. Da ist vieles in der Vergangenheit völlig falsch gelaufen. Ich möchte daran erinnern, Spielfeld 2015, da war die Steiermark im Fokus, auch dieses Asylwahnsinns, das sich damals abgespielt hat. Es sind die Themen der Sicherheit. Es sind die Themen des Islamismus. Erst heute wurde ja bekannt, dass zwei junge Burschen in Bruck an der Mur, die dort die Schule in Luft sprengen wollten, nämlich Islamisten, die Schule in Luft sprengen wollten, alle Christen töten wollten und die ein Kalifat errichten wollten, zwar verurteilt wurden, aber noch immer auf freiem Fuß sind, wo man sich nur auf den Kopf greifen kann, was hier auch in unserem System alles möglich ist. Wo ich auch den Landeshauptmann dringend auffordere, mit der zuständigen Ministerin Zadic, immerhin der Koalitionspartner der ÖVP, hier endlich auch für härtere Strafen zu sorgen. Und ja, es sind auch andere Themenbereiche, wo wir Freiheitliche uns schon über viele Jahre einen guten Namen gemacht haben. Eines davon ist das Thema der Gesundheitsversorgung, wo wir
wirklich im System riesengroße Probleme haben und vor allen Dingen aber auch das Personal der Krankenanstalten, aber auch der niedergelassenen Ärzte und vieles mehr wirklich zu uns kommen, sich auch beklagen über diese Zustände. Und da haben wir Freiheitliche auch die richtigen Antworten. So hoffe ich, wenngleich ich auch sagen muss, dass da so viel passiert ist in der Vergangenheit, das wird man auch von einem Tag auf den nächsten nicht lösen können. Aber man muss es einmal angehen. Und genau für das stimmen auch wir Freiheitliche in der Steiermark. Wir sind eine Partei, die anpackt, nicht nur redet, sondern letztlich auch umsetzt. Herr Kunosek, jetzt werden Sie Hand in Hand mit Herbert Kickl, mit dem Sie ja schon ein paar höchst erfolgreiche Bierzeltauftritte absolviert haben in den letzten Monaten, in Richtung Platz 1 marschieren und haben dann genau dasselbe Problem wie der Herr Kickl. Es wird niemand mit Ihnen regieren wollen. Sie brauchen aber 50%, um Landeshauptmann zu werden. Das heißt, es droht Ihnen das Kickl-Schicksal. Sie gewinnen das mit 30% relativ überlegen, aber den Landeshauptmann können Sie sich in die Haare schmieren? Ja, das schauen wir uns einmal an, Herr Fellner. Wir alle sind ja schon geübt in solchen Dingen. Ja, das war immer wieder so, dass man vor den Wahlen etwas angekündigt hat, mit dem will man nicht und das geht nicht und das will man nicht. Also erstens einmal gibt es das Souverän, das ist der Wähler. Und wenn der Wähler hier ein klares Votum abgibt, dann kann man nur jedem Politiker empfehlen und jedem Parteiobmann empfehlen, natürlich auch in Gespräche zu gehen. Und zweitens, und das wird ja in der Steiermark nicht anders sein wie auf Bundesebene, die Frage wird ja sein, wer sind dann überhaupt noch unsere Ansprechpartner dort? Also ich glaube jetzt nicht, wenn der Herr Landeshauptmann Drechsler ein Minus von 15-16% erlebt im Herbst, wenn das so sein sollte, dass er dann noch der Ansprechpartner ist. Da gibt es dann ganz andere Mechanismen in jeder Partei und plötzlich ändern sich auch die Personen dort. Also schauen wir mal, was dann letztlich möglich sein wird. Und muss auch sagen, in der Steiermark, wir haben, das ist ja der Unterschied zur Bundesebene, immer gute Gesprächskanäle auch zu den anderen Parteien. Erst jetzt auch mit den anderen Oppositionsparteien. Also da ist nicht so die Verhärtung vorhanden wie, wie in anderen Bereichen der Politik. Also das wird schon möglich sein, wenn der Wähler spricht. Und da kann man nur als Demokrat noch einmal betonen, wenn der Wähler das souveräne Votum abgibt, wenn jemand Erster wird bei einer Wahl, dann hat er aus meiner Sicht auch den Anspruch, diese Verhandlungen zu führen. Und ich bin davon überzeugt, es wird uns gelingen, hier auch Partner zu finden, mit denen man was weiterbringt, wo man die Steiermark weiterbringt. Wir sind ein wunderbares Bundesland. Das ist die schönste Heimat, die ich mir vorstellen kann. Ich war ja auch einige Zeit in Wien, nichts gegen Wien. Auch Wien ist wunderschön, aber wenn man, das wird mir jeder bestätigen, wenn man die Steiermark kennt, dann sagt man, das ist ein Bundesland, wo es sich lohnt, auch dafür zu kämpfen. Und genau das möchte ich tun. Und Herr Kunosek, wenn Sie also jetzt Erster werden, dann müssen Sie eine Koalition gründen, bilden, zumindest mit einer Partei. Ist es wurscht, welche? Hauptsache, sie macht Ihnen zum Landeshauptmann. Macht Sie zum Landeshauptmann. Nehmen Sie jede Partei, egal ob schwarz oder rot, oder haben Sie eine Priorität, eine Präferenz? Herr Wellner, das ist auch der Unterschied jetzt zur anderen Partei, nämlich konkret zum Beispiel zur Volkspartei. Wir wollen regieren, wir können regieren, wir haben das, glaube ich, auch bewiesen, zwar nur diese 1,5 Jahre, aber, glaube ich, durchaus erfolgreich. Wir müssen es aber nicht, nicht um jeden Preis. Und ich glaube, es ist auch notwendig in der Politik ganz klar zu sagen, für was man steht, auch vor der Wahl wie auch nach der Wahl. Dann wird man einen Partner finden, mit dem man maximal die Umsetzung auch entsprechend vorantreiben kann. Das wird immer geben und nehmen sein, das ist so in der Politik, aber dass man da alle seine Werte über Bord wirft und alles verkauft, das wird mit mir nicht stattfinden, ganz im Gegenteil. Wir haben ein Programm vor der Wahl. SPÖ, Sie stehen beiden gleich offen gegenüber. ÖVP und SPÖ, beide kommen als Koalitionspartner in Frage. Also die beiden kommen für mich persönlich in Frage. Ich sehe da überhaupt kein großes Problem, wenn man inhaltlich zusammenfindet. Und da gibt es bei der ÖVP Überschneidungen, wo man immer schauen muss bei der ÖVP, ob das nach der Wahl auch noch so ist wie vor der Wahl. Das erleben wir ja sehr oft, dass da Dinge vor der Wahl ganz anders passieren wie dann nach der Wahl. Wir haben bei der SPÖ Überschneidungen, aber Herr Fellner, Sie müssen auch verstehen, es muss einmal die Wahl geschlagen werden und dann schauen wir, was sich rechnerisch ausgeht. Vielleicht geht es ja gar keine Zweierkoalition mehr aus, vielleicht braucht es sogar einen Dritten. Das sind alles irgendwelche Spielchen, die man jetzt hier... Müssten Sie ja wahrscheinlich die Kommunisten noch dazu nehmen? Ist das denkbar für Sie, dass Sie mit der KPÖ und mit der wahrscheinlich von Ihnen viel geliebten LKK eine Koalition bilden? Also das kann ich Ihnen schon sagen, das wird ganz schwierig werden, weil ich auch erlebe, was in Graz gerade passiert mit der kommunistischen Bürgermeisterin, mit einer links-linken Stadtkoalition aus Dunkelrot, also KPÖ, der SPÖ und den Grünen.
Graz gleicht einer Großbaustelle. Autofahren ist fast unmöglich. Also da passieren unglaubliche Dinge, wo ich glaube, das würde ich den Steirerinnen und Steirern ersparen. Also diese Experimente wird es mir sicher nicht geben. Und Herr Fellner, ich würde nicht 50% und eine Stimme dann haben als Landeshauptmann, sondern eine breite Mehrheit, die es möglich macht, auch die Steiermark ordentlich zu führen und eine ordentliche Zukunft auch sicherzustellen. Aber ohne KPÖ, die ja laut neuesten Umfragen es bis auf 14% schaffen soll. Herr Kunersek, noch sehr wichtige Frage. Sie stehen ja unter medialem Trommelfeuer in der Steiermark, weil man sagt, Sie sind mitten in einem Korruptionsskandal verstrickt. Ihre Stadtpartei ist ja wahrscheinlich der korrupteste Parteienverbund in Österreich. Dort ist ja abkassiert worden von teilweise Stadtparteiobmann etc., dass es nur so zischt. Ja, da ist ja wirklich tiefe Korruption, hat dort stattgefunden. Und dann sagt man, Sie haben da ein bisschen mitgenascht und haben sich dabei gleich Ihr Privathaus mitfinanziert. Was sagen Sie denn dazu? Ja, zunächst einmal, Herr Fellner, also da muss man schon auch sagen, es war einer, der sich selbst angezeigt hat, nämlich über viele Jahre hier Geld zu entwendet zu haben. Ja, das stimmt. Alles andere müssen die Behörden klären. Das muss die Justiz klären, die Staatsanwaltschaft klären. Und ich sage Ihnen auch, und das kann ich hier aus voller Kraft sagen, wir haben immer mit den Behörden kooperiert. Wir sind hier selbst auch Opfer. Die Landespartei ist hier Opfer einer kriminellen Handlung geworden. Das ist Steuergeld, das gehört der Partei, das gehört natürlich auch dem Steuerzahler. Deshalb ist für uns klar, dass wir das aufklären wollen. Und ja, es stimmt. Ich wäre froh, wenn das bald auch erledigt ist und dass hier Verfahren eingestellt werden oder dort, wo es Anklagen geben soll, auch entsprechend diese passieren. Wir sind jetzt 2 Jahre mit dieser Situation beschäftigt, aber Sie werden mich auch verstehen, ich bin gewählt worden, um Politik zu machen, nicht um mit anonymen Anzeigen, um mich zu werfen, alle möglichen politischen Gegner anzubotzen. Sehr vieles passiert hier auch auf anonyme Anzeigen hin. Das ist nicht mein Stil, das wird er nie sein. Und ja, ich hoffe, dass das dann irgendwann einmal, wenn die Wahl geschlagen ist, auch einmal auch eingestellt wird. Weil man muss sich schon auch immer fragen, wem nutzt diese ganze Angelegenheit? Das ist wohl der politische Gegner. Sie sollen ja mitgeschnitten haben, das schließen Sie aus. Es gibt eine anonyme Anzeige, meinen Hausbau betreffend, ein völliger Schwachsinn. Gehe auch davon aus, dass es bald eingestellt wird. Das liegt bei der Oberstaatsanwaltschaft und das kann ich ausschließen. Gut, und dann wären Sie der erste blaue Landeshauptmann seit Jörg Haider, wenn ich das richtig sehe, der ja immer Ihr Vorbild war. Ist das Ihr Traum, Landeshauptmann zu werden? Naja, mein Traum. Also Jörg Haider war ein großartiger Politiker. Ich glaube, er hat für Kärnten und auch für Österreich viel auch geschafft. Ich glaube, wenn wir den noch heute hätten, dann wäre, oder wenn man auf ihn früher gehört hätte, hätten wir uns einiges ersparen können. Ich sage ganz ehrlich, ich trete hier an, um Erster zu werden. Ich bin ein Steirer, ich gehöre daher, stehe wahrscheinlich dann auch. Natürlich habe ich gar keine Zeit dafür, für etwaige Ministerämter zur Verfügung. Ich konzentriere mich auf die Steiermark, auf meine Heimat und wir haben hier einiges vor im positiven Sinne. So, also, den Mann müssen Sie sich merken. Mario Kunersek wird möglicherweise der umstrittenste Landespolitiker in diesem Herbst. Will Landeshauptmann in der Steiermark werden und hat allerbeste Chancen. Und von Mario Kunersek kommen wir gleich zu seiner allerliebsten Freundin oder Feindin. Bei uns gleich angeblich die beste Bürgermeisterin der Welt. Manche sagen haha, manche sagen wow. Elke K., die kommunistische Bürgermeisterin von Graz, gleich bei Fellner Live.